Und nun begrüßen wir Maira und auch noch vor so einem traumhaften Frühnebelbild. Guten Morgen. Guten Morgen. Also da stimmt die Klamotte, oder? Was willst du damit sagen? Ja, gut. Ja, aber Maira stimmt. Schauen wir auf den Sommer, schauen wir aufs Wetter, Maira. Wie sieht's aus? Ja, ruhig heute mal. Ja, tatsächlich. Oder? Also sehr schön, der Hochsommer. Der gibt geradezu alles, kann man sagen. Guten Morgen, kein Wunder allerdings. Hoher Luftdruck, der erstreckt sich nämlich heute vom Mittelmeer bis zur Ostsee und verhindert so großräumig die Bildung von Wolken. Und zusammen mit dem Islandtief wird dann außerdem auch noch sehr warme Luft aus dem Süden Europas direkt zu uns geführt. Eventuelle Nebelfelder, wie wir sie gerade gesehen haben in den Niederungen, die werden sich heute dann wirklich schnell lichten. Ja, und dann geht es verbreitet gering bewölkt oder sogar sonnig durch den Vormittag. Erst am Nachmittag ziehen dann von Westen her etwas dichtere Wolken auf. Somit hat die Sonne aber heute oftmals freie Bahn. Und entsprechend der astronomischen Gegebenheiten für Anfang August scheint sie im Süden sogar bis zu 13 Stunden lang perfekt für einen Sommertag mit Urlaubs- oder Ferienaktivitäten und für alle anderen, die tagsüber arbeiten. Ja, auch am Abend wird es draußen noch mild und freundlich sein. Ansonsten schaffen es die Höchstwerte aber endlich verbreitet auch mal an den Küsten in den sommerlichen Bereich. Hamburg erwartet 28 Grad, 31 werden es in Stuttgart und bis zu 32 im Breisgau. Und morgen wird es dann im Osten noch am längsten freundlich sein und heiß mit bis zu 31 Grad. Von Westen her breiten sich dann aber schon wieder, ja, oder breitet sich zügig wieder eine Kaltfront mit zum Teil kräftigen Niederschlägen aus. Am Donnerstag schauert oder gewittert es dann nur in den Alpen. Ansonsten, ja, bleibt es warm und heiß mit viel Sonnenschein. Sieht jetzt wieder schlimmer aus, als es ist, denn auch der Trend für die kommenden Tage bedeutet weiterhin doch freundliches Wetter mit nur regional vereinzelten Schauern oder auch Gewittern. Wir wieder auf der Sonnenseite. Richtig. Ja. Danke, Maira. Sehr gerne.